Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise wir wollen heute mal Chili-Soßen testen, vorrangig die vom Zange, ihr kennt alle Zangels Chili-Bude, das gucken wir meistens am Montag im Chill mit Ramses Livestream, schauen wir bei Zangels Chili-Bude vorbei und letztens hat er eine Folge gehabt, also so eine Serie, 7 Tage, 7 Soßen, hat 7 verschiedene Chili-Soßen getestet, da waren welche dabei, die waren komplett durchsichtig, da waren welche dabei, die haben wie eine Lavalampe funktioniert, die hast du geschüttelt, dann sind die richtig feurig rot geworden, ansonsten haben die kaum Farbe gehabt, 3 Soßen bei 7 Tage 7 Soßen habe ich mir dann rausgesucht, habe die in meine Wunschliste gepackt. Shania hat die dann bestellt. Gleichzeitig hat die gesehen, dass noch ein paar andere Sachen in der Wunschliste waren. Jetzt habe ich alles hier. Jetzt ist im Prinzip schon alles auf. Jetzt möchte ich euch mal die Soßen, die ich aktuell da habe und die ich immer so nutze, zeigen. Plus gleichzeitig Zangels 3 Soßen testen. Ich habe mir das mal alles hier hingestellt. Ihr seht, hier ist auch plötzlich Tabasco mit drauf. Hier ist auch die Mad Dog mit drauf. Da ist die Viper Vicious. Da sind die Mary Sharps Soßen drauf. Da sind die Fuegro Jalapeno Soßen drauf. Und das machen wir jetzt alles mit Nuggets. Ich habe mir dafür wieder Nuggets besorgt. Die sind auch schon aufgewärmt. Das Ding stelle ich mal hier rüber. Dann gehen wir gleich mal der Reihenfolge nach durch. Hier ist der Nugget-Teller. Ne? Angefangen mit einer ganz kleinen Soße, die ich bei mir auf die Wunschliste gepackt habe, nachdem ihr mir vorgeschlagen habt, dass ich bitte mal die Fuego Jalapeno Sauce Extra Hot testen soll. Hab da in kurzer Zeit so eine ganze Flasche verbraucht, weil die fand ich echt gut hier mit diesem Kaktus drauf. Und dann habe ich gesehen, es gibt ja 2 verschiedene. Neben der Extra Hot mit dem roten Etikett gibt es ja auch die normale Hot Jalapeno, die also nicht so scharf ist, ein bisschen milder. Hat hier 2 von 3 Chilischoten, Fuego Hot Jalapeno Sauce, aber auch mit dem Kaktus und einem grünen Etikett. Davon habe ich jetzt insgesamt 3 oder 4 Stück bekommen. Von der roten habe ich 5 Stück bekommen, deswegen lasse ich die mal zu. Ich habe nämlich hier schon eine auch von den grünen und da ist auch gar nicht mehr so viel drin. Das ist jetzt bestimmt hier oder so, weil da habe ich mir gestern auch wieder fast die ganze Flasche auf ein Sandwich draufgeschmiert. Als Würze für Fleisch, Gemüse, Soßen, Suppen und Dips. Jalapeno Würzsoße mit 23% Jalapenos. Bei dem anderen steht leider keine Prozentangabe drauf. Testen wir jetzt mal die. Müsst ihr euch vorstellen, das ist dann so ähnlich wie Tabasco. Kann ein bisschen milder sein wie Tabasco, kann ein bisschen anders sein. Habt ihr hier so einen kleinen Nippus, wo dann das oben raus tröpfelt. Ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5. Ist schon ein bisschen flüssiger. Tröpfelt alles auf das Nugget drauf. Aber wer Tabasco mag, der wird hier voll und ganz auf seine Kosten kommen. Die ist halt sehr essiglastig, sehr säuerlich ein bisschen, aber hat diesen sehr prägnanten Geschmack, weil sie gleichzeitig nicht so extrem scharf ist. Ihr wisst ja, Jalapenos, die sind ja eh meistens so eingelegt, ne? Immer so ein bisschen säuerlich auch noch mit dabei, so ein bisschen essighaltig. Die finde ich auf jeden Fall mega stark. Damit kannst du nichts falsch machen. Die ist auch nicht zu scharf. Die greift dich kein bisschen an. Hat aber trotzdem eine super Jalapeno-Note. Davon also gerne mehr. Der Bruder davon, der große Bruder, die Fuego Jalapeno-Sauce. Extra Hot. Da muss man schon dann ein bisschen aufpassen. Die hat 3 von 3. Hier steht auch nochmal extra scharf. Aber jetzt wühl doch hier nicht rum. Da ist auch, fehlt auch schon ein bisschen was, ne? Sagen wir mal, ist auch wie Tabasco. Ich würde aber sagen, die ist schärfer wie Tabasco. Weil die dazugehört, packt man die mal als nächstes drauf. Haben wieder hier so einen Nippus, wo das dann so rauströpfelt. 1, 2, 3, 4. Na gut, erst tropft's, dann läuft's. Hauen wir uns hier auch mal rein mit dem Nugget. Ja, hat auch erstmal wieder diese Essignote am Anfang, aber sofort merkst du, wie ein Teppich sich auf die Zunge legt.
und richtig auf der Zunge ein Brennen verursacht. Also der Unterschied zwischen den beiden ist wirklich enorm. Die merkst du fast gar nicht. Es hat nur diesen Geschmack. Und die ist der Geschmack sofort weg, weil du dich komplett auf die Schärfe konzentrierst. Finde ich aber gut. Übertreib's halt nicht damit. Esst was dazu, trink die nicht pur, dann ist alles super. Habe ich auf jeden Fall noch ein paar da. Gleichzeitig, weil wir von Tabasco geredet haben, nehmen wir jetzt mal Tabasco. Hier steht ja 3 von 5, gibt es auch verschiedene Tabasco-Stufen und Schärfen. Ich kenne jetzt immer nur das normale, 3 von 5, was es halt im Rewe gibt, an jeder Ecke. Ich habe im Internet gesehen, gibt es ganze Tabasco-Probiersets mit 5 oder 6 verschiedenen Fläschchen drin, verschiedenen Sorten. Finde ich interessant, habe ich auch, glaube ich, mal auf meine Wunschliste gepackt. Mal gucken, vielleicht organisiert das mal jemand und wenn nicht, vielleicht kann ich es mir mal selbst organisieren oder wenn bald Weihnachten ist oder irgendwas. Aber mal sagen, ich habe da was gefunden. Vielleicht will einem jemand da noch eine Freude machen, auch aus der Familie. Die sagen immer, was kann man dir denn mal schenken? Und dafür ist ja die Wunschliste da. So, das geht komischerweise fast gar nicht raus. Du hältst es so hin und es tropft halt eigentlich nichts. Jetzt, 10 Stunden später, fast, ja, ein Tropfen ist jetzt rausgekommen. Wir haben vorher schon ein bisschen was draufgeschüttelt. Handhabung, wie würde Zangel sagen, Handhabung hier schlecht, geht gar nichts. Aber es ist halt Tabasco, es ist halt, ich dachte, hier ist dieser essigartige Geschmack da, ja, wirkt aber im Vergleich zum Original Tabasco, wirkt das hier irgendwie trotzdem ein bisschen künstlich chemisch und das hier viel angenehmer. Du hast auch diese heftige Essignote. Von Schärfe merke ich jetzt absolut gar nichts mehr, nachdem ich ja diese rote Fuego probiert habe. Aber diese Essignote ist nicht so bissig, ist viel angenehmer, schmeckt viel genialer. Also Tabasco ist halt Tabasco, Tabasco ist eine Nummer für sich. Könnt ihr auch mit nichts anderem vergleichen. Jetzt kommen wir schon zur ersten Zangelsoße. Und zwar haben wir hier diese Famous Mary Sharps Mango Habanero Pepper Sauce. Und da haben wir ein Problem. Da habe ich ja gedacht, okay, das klingt alles sehr gut. Die sollen sehr fruchtig sein, sehr lecker Komposition. Absolute Empfehlung von Zangel. Ihr seht, die Flasche ist schon fast leer. Ich habe die am Abend mit Hannes mal aufgemacht. Die Flasche ist fast leer. Ich habe die mir überall drauf gemacht. Also anwenden kannst du die wirklich überall. Hat ja auch nur 2 von 5 bei der Schärfe hier, bei diesen Strichlein. Aber ich habe mir die wirklich fruchtiger vorgestellt. Ich habe da nach einer richtig genialen Mango-Fruchtnote gegiert. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie sie geschmeckt hat. Wir packen die jetzt nochmal hier drauf. Das Ding ist, du kannst halt so viel von dieser Soße überall drauf machen, dass sie halt wirklich sehr schnell dann leer ist. So, die fließt jetzt richtig schön hier drauf. Chili-Würzsoße. Mango Habanero Pepper. Und ich merke, wenn ihr den Habanero-Geschmack kennt, merkt ihr den ganz leicht hinten raus geschmacklich. Aber schärfetechnisch merke ich da jetzt wirklich auch absolut gar nichts mehr. Dafür hat einfach die rote Fuego extra hot Jalapeno voll reingehauen. Wirkt jetzt aber ein bisschen fruchtiger, als ich es in Erinnerung hatte. Vielleicht dadurch, dass das andere alles so scharf war. Schmeckt man jetzt hier eher dann das süße, fruchtige raus, als ich die so direkt probiert habe und da die Schärfe den Fruchtigen überwogen hat, jetzt die Schärfe gar nicht mehr wirklich durchkommt, weil sie auch nicht so scharf ist und du jetzt dich auf das Süße konzentrierst. Also Dankeschön auf jeden Fall nochmal für diese Soße, ist sehr interessant. Habe ich mir auf Pizza gemacht, habe ich mir auf Döner gemacht letztens, haben wir jetzt so die Nuggets, die passt wirklich einfach überall dazu. Finde ich sehr genial, Mary Sharps, würde ich trotzdem auch wieder nehmen. Hab ein bisschen was anderes erwartet, aber das, was es ist, ist trotzdem super und schmeckt trotzdem angenehm. Dann haben wir den Bruder davon, auch Mary Sharps, auch eins von den Zangelsoßen, die er getestet hat. Mary Sharps Smoked Habanero Pepper Sauce. Smoked Habanero, als ich die probiert habe, habe ich auch zum Hannes gesagt, das ist doch, die habe ich doch aus Versehen bestellt. Die kann doch nie sein, dass ich die draufgepackt habe. Ich bin doch kein Smoky-Fan, so Barbecue-Fan, Smoked irgendwas gar nicht. Denn die ist wirklich
mega speziell. Hier steht auch nochmal Special Edition. Ist ein bisschen schärfer, hat 3 von 5 Mary Sharps Smoked Habanero Pepper. Denn wenn du die aufmachst, denkst du schon, irgendwie stehst du gerade in einem abgebrannten Gebäude. Die riecht, für mich, die riecht wirklich mega unangenehm. Wenn du irgendwo an einen Brandherd kommst, wo was ein Haus gebrannt hat, gelöscht, alles ist verkohlt und du atmest, hast du genau diesen Geschmack und das ist so unangenehm für die meisten Leute. Und die riecht wie abgebranntes Möbelhaus. Aber manche finden das auch geil. Das ist es, da bilden sich schon Bläschen im Mund. Da haben wir auch schon etliches rausgeschlürft, die ist auch gar nicht mehr so voll. Wir packen jetzt hier drauf. Also, bei einem richtig kräftigen Burger greifst du damit bestimmt gut rein. Die ist auch irgendwie ein bisschen dicker, brockiger. Das andere ist eher flüssiger rausgelaufen. Hier kannst du ein richtiges Häufchen bilden. Da sind ganze Früchte drin, musste man dazu sagen. Ah, das ganze Möbelhaus abgebrannt. Es ist so abartig, aber irgendwie macht das auch süchtig. Ich weiß nicht, ich wusste gar nicht mehr, was mache ich jetzt auf meinen Döner drauf? Die fruchtige oder die rauchige. Ich habe dann immer abgewechselt und irgendwann habe ich mich erwischt, wie ich sogar fast nur noch die drauf gemacht habe. Vielleicht, weil ich sie verbrauchen wollte. Aber irgendwie hat der Geschmack trotzdem was. Auch wenn ich das absolut nicht mag, irgendwie hat das trotzdem was. Jetzt hat es zwar geklingelt, obwohl die Klingelanlage eigentlich defekt ist, aber ich muss jetzt hier weitermachen, denn wir haben jetzt die Vicious Viper, was ich an der schade finde, dass das hier Etikett so drüber geklebt ist, sodass du das Originaletikett gar nicht mehr siehst, richtig von der Flasche. Alles zugeklebt, da wurde schon gesagt, das ist eine richtig gute Soße, die wohl auch richtig scharf ist. Hier an der Schärfeskala, die aufgezeichnet ist, ist das auf jeden Fall bis oben. Ihr seht hier die Viper wie Randy Orton. Da fehlt auch schon einiges. Da habe ich mir auch was auf den Döner gepackt. Jetzt könnte man denken, ich habe die ganze Woche nur Döner gegessen. Machen wir mal auf. Schnüffel mal rein. Riecht irgendwie süßlich. Irgendwie würzig. Irgendwie unnatürlich irgendwas. Wir hauen die jetzt mal hier drauf. Das dürfte die schärfste bis jetzt dann sein. Schärfer als unsere Jalapeno Extra Hot. Laut Hersteller soll die so ungefähr auch 200.000 haben. Die End of Sanity damals hatte 250.000 oder 200.000 bis 250.000. Zangel hat gesagt, so hoch kommen die nicht. Die ist vielleicht 100 bis 150.000. Ich muss auch sagen, die End of Sanity war nochmal deutlich schärfer, auch mit Carolina Reapers drin. Hier merke ich, dass die scharf ist, trotzdem aber auch einen angenehmen Geschmack hat. Es also geht. Und das Komische ist, die extra Hot Jalapeno Sauce von Fuego hat mich immer noch bisher am meisten geflasht, als ich die gerade probiert habe. Das wirkt schon wieder mild dagegen. Wenn du natürlich vorher nichts anderes isst und nur die probierst, dann hängst du da und sagst dir, oh, das hat jetzt gezündet, das habe ich gemerkt. Wir werden die am Ende auch nochmal alle komplett ordnen. Und jetzt haben wir den Endgegner noch hier stehen, immer noch die Mad Dog 357, wovon ich damals extreme Magenkrämpfe bekommen habe. Davon wirklich aufpassen, nicht zu viel drauf. Ist ja immer noch hier der Portionierlöffel dabei, aber wir werden das jetzt nochmal so machen. Die müsste also dann hier ihre 600.000 Scoville auch haben. Nehmen uns noch ein Nugget. Probieren das nochmal. Mal gucken, ob die immer noch am Anfang so pflaumig, ziemlich schmeckt. Irgendwie so eine Weihnachtsnote angenommen. Die passt sich der Jahreszeit an. So, wir haben einen Tropfen. Ach komm, wir machen zwei. Zwei Tropfen hier drauf von der Mad Dog. Hauen die uns rein. Und jetzt müsste es nochmal zünden. Extrem süß, extrem weihnachtlich, wirklich wie Pflaume auf einmal, ich weiß nicht warum. Du merkst auch absolut keine Schärfe, aber dann, das ganze Ding ist schon weg.
Die anderen haben beim Abbeißen direkt im Mund gebrannt. Das hast du jetzt schon komplett runtergeschluckt. Und jetzt merkst du wirklich, wie es langsam nach oben wandert und sich ausbreitet und irgendwie den Körper einnimmt. Und das ist auch ein ganz besonderes Gefühl. Aber wirklich übertreibt es damit nicht. Es ist das Heimtückische, dass ihr es gerade am Anfang nicht merkt, dann vielleicht nochmal nachlegt und gar nicht merkt, wie viel schon hier drin ist und was es hier drin mit euch macht. Also, die hinterlässt jetzt was. Das ist die schärfste, meiner Meinung nach. Aber irgendwie würde ich die Fuego Jalapeno Extra Hot gleich dahinter werden. Ich zeige euch jetzt nochmal alles, was hier ist. Das werde ich gleich noch aufessen. Das sind die zwei vollen. Und die haben wir jetzt alle getestet. Nach der Schärfe würde ich sagen, das war also die schärfste. Die Mad Dog stellen wir hier hin. Die Jalapeno Sauce Extra Hot hat mich überzeugt. Die fand ich auch irgendwie richtig brutal. Deswegen stelle ich die direkt nach der Mad Dog hin. Ich muss es mal hier so zeigen. Da sieht man das besser von der Belichtung. Dann wahrscheinlich die Vicious Viper, weil die kam jetzt milder durch. Dann haben wir... Was haben wir? Vielleicht die Mary Sharps, diese mit Smoked. Und dann haben wir vielleicht, ja, sag ich mal, das Tabasco. Dann haben wir vielleicht hier diese mit Mango Habanero. Und die normal Hot Jalapeno Sauce von Fuego, weil die auch milder ist. Das wäre vielleicht jetzt meine Reihenfolge, wie ich die hinstellen würde. Von mild, der Schärfe geordnet, bis hin da zum Mad Dog. Dass die für 3 Euro noch was so weit hinten steht und so gut zündet, das hätte ich nicht gedacht. Und da habe ich noch etliche Flaschen da. So, kennt ihr die Soßen alle? Habt ihr die alle schon mal getestet? Was kennt ihr noch für Soßen, für gute Chili-Soßen, die man testen kann? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wer irgendwas hat, tut sich wieder Blasen bilden, Speichelbildung. Aber es war lecker. Lieber so Soßen testen als Chilischoten testen. Ich sag's euch, Hannes auch gesagt, nie wieder. Aber das habt ihr bestimmt schon gesehen. Auf jeden Fall war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.